Hallo, liebe Beatbeats-Freunde. In unserer ersten Sendung waren wir zu Gast beim Bandcontest im Neuwieder Jugendzentrum Big House. Heute machen wir uns auf den Weg, nicht mit einer Ferry cross the Mersey, sondern mit unserem Beatbeats-Mobil über die Raiffeisenbrücke nach Koblenz. Dort erwartet uns die Steve Taylor Blues Band in ihrem heimeligen Proberaum. Steigt ein, wir fahren los. Ich hab lange nicht mehr gespielt. Du hast ja gerade weg, ne? Ja. Wahnsinn!
Truppe! Truppe spielen wir! Ja, genau, das hören wir uns an. Komm, oder wir machen das. Ne, der Truppe ist schön. Was? Wir müssen ja auch noch was haben, dann. Zum Originalkonzert dann hier. Genau, das machen wir dann. Viele Einzelne. Könnt ihr gucken, ihr Arm müsst ihr zusammenschreiben. Was machen wir denn? Lass uns nicht Bridge to Better Days machen. Oh ja, das ist schön. Bridge to Better Days. Wer fängt an? Das ist schon gewagt, was man da jetzt spielt. Wer fängt an? Bridge to Better Days. Der Alex hier, der Gitarrist. Aber ihr erzählt an. Alex ist noch. Das geht immer gut, wenn man das vorher nee. Achso, ist es. Das war das andere. Wie heißt das andere? Fällt mir noch. Ja, wollt ihr was mitspielen? Nee. Irgendwie? Nee, Bridge Better Days. Ja. Da chillt ja Liebe Musikfreunde, hier meldet sich Wheatbeats, heute aus einem Proberaum mit der Taylor-Bande. Die hat sich hier versammelt, auf diesem schicken Sofa. Und jetzt fragen wir mal, was die Jungs alles so getrieben haben in der letzten Zeit. Wir sind hier auf der Probe auch und wir merken, wie hart es ist, sich durch die Songs zu arbeiten, die so zu schleifen, dass sie wirklich richtig perfekt sitzen. Aber jetzt wollen wir erst noch mal ein paar Sachen über die Geschichte der Band wissen. Weil wenn man im Internet nachliest, wird man mit einer Geschichte voller Mythen voll gepumpt.
deshalb mal jetzt wirklich zu euch. Man hört, ihr heißt alle Taylor mit Nachnamen. Ist das wirklich so? Ja, absolut. Ja. Absolut. Absolut. Also der Steve, der hat uns alle adoptiert. Ne? Mhm. Der hat in so eine Hundepuppe gestochen. Und dann waren wir auf einmal alle Taylors, weil Steve ist our Godfather. Ne? Ja, deswegen heißt er natürlich. Ihr habt den Namen jetzt alle angenommen, ihr seid jetzt alle Taylors. Ja. Nennt ihr euch nochmal kurz die Vornamen. Die sind anders. Ihr habt eure eigenen Vornamen. Ja. Sagt doch mal, wie ihr dann mit Vornamen heißt und für welches Musikinstrument ihr steht. Also ich bin der Alex und spiele E-Gitarre. Vom Spieler Drums. Ich bin der Martin, spiele Harp und singe. Ich bin der Henrik und spiele Bass. Wir haben gerade schon gehört, jetzt bei der Probe, ihr nennt euch Bluesband, aber es war jetzt eigentlich eher richtiger Rock. Stone-Stück, dann noch in Kombination mit einem Pink Floyd-Hit. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das irgendwie zusammenzubringen? Also wir haben in unserem Repertoire eine ganze Menge an Songs, auch Blues-Songs und die Klassiker auch. Aber wir haben irgendwann angefangen auch, das war Henriks Idee vor allen Dingen, so ein bisschen zu covern, ne? Sag mal dazu. Dass man halt bekanntere Stücke dann auch mal nimmt, weil gesagt, die Blues-Szene ist ja klein und wenn man dann spielt und sag mal, die nicht jetzt Blues-Freaks dazu hören, dann können die meistens mehr mit anfangen, wenn das halt Stücke mit einem gewissen Wiedererkennungswert sind. Und dann hat man uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, halt auch bekannte Stücke so ein bisschen zu verbluesen, ja. Ja. Und das klappt eigentlich ganz gut. Ja. Ich hab's mal live gehört, also ihr mixt ja schon, oder ihr kennt eigentlich die Genregrenzen nicht so direkt, ihr nennt euch Bluesband, aber da ist ein bisschen Motown ab und zu mal dabei, da ist aber andere alte Soul-Stücke und was mich mal verblüfft hat, dass er Bowies Helden auch in einer wirklich eigenen Version gebracht hat, das ist ja schon ein Stück, wo sich eigentlich nicht ganz so viele dran trauen. Ich fand das ziemlich gewagt und es hat prima funktioniert. Wie seid ihr denn auf das Stück gekommen? Ja, wir hören uns natürlich die Stücke an, und auch verschiedene Versionen. Und dann proben wir natürlich und versuchen dann eben ein bisschen Blues reinzubringen oder etwas mehr Tempo oder etwas weniger Tempo. Das ist eigentlich die Idee, dass dann daraus eigentlich eine eigene, unsere Version wird. Wobei wir natürlich nicht immer sicher sind, funktioniert das, und manchmal kommen wir mit Songs an, die dann einfach nicht funktionieren. Die, wir probieren es, aber es läuft nicht und dann lässt man es auch gut sein. Jetzt hat man demnächst zum Beispiel mal so ein Metal-Stück von Iron Maiden, den Trooper, probiert und der hat zum Beispiel hat dann natürlich gut funktioniert. Da war viel Skepsis am Anfang drin, aber nachher, ich würde sagen, ist jetzt inzwischen eins von unseren liebsten Stücken. Ja. Gab es auch mal einen Song, wo er eigentlich gedacht hat, Mensch, den finden wir alle toll, den müssen wir bringen, und der dann eigentlich gar nicht funktioniert hat. Gibt's das auch? Ja, das war der eine mit der Slide-Gitarre, der so ein ganz ruhiger Song ist, und der war dann im Grunde genommen zu ruhig. Wenn wir den dann performen, dann ist es so, dann geht das Publikum nicht so mit. Mhm. Und dann haben wir den ein bisschen aus. Ab und zu spielen wir natürlich, weil er schön ist. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was du gerade meinst, aber. Nee, ich dachte, es ist von Dire Straits. Wobei wobei wir auch Slow-Stücke da haben, also Cord and Rain vom Red Heart haben wir ein bisschen vertont. Stormy Monday, Have You Heard, John Mayall. Also Steve ist ein totaler John Mayall-Fan. Ja. Ja. Und wenn Steve auch sagt, aus der Phase, wo er ohne Schlagzeug gespielt hat. Damals in 1967, und so, das war eine tolle Zeit. Ja, das war meine Einführung in Bluesmusik. Meine nicht. Da bist du noch gar nicht geboren gewesen. Musikalisch sozialisiert seid ihr also völlig unterschiedlich. Ja. Den Background der andere. Aber es funktioniert gut zusammen. Es ist schon so, dass der Blues uns zusammenhält. Also es ist schon so, also wenn wir dann auch so im Proberaum sind und dann
So einfach, wir spielen einfach mal so 12-Takter und dann fluppt das einfach. Und das ist einfach, ich denke, da haben wir einen guten Groove, wir haben einen Mega-Schlagzeug, der alles wieder runterbringt. Wir haben ja oft Bluesbands, wenn man so hört, dann sind die sind alle in einem Soundlevel. Ne? Und dieses dynamische Spielen, ich denke, das zeichnet uns aus. Das ist unsere Stärke. Ja. Wenn die Rhythmusgruppe stimmt. Ja. Wir wollen jetzt nicht sagen, wer das ist. Habt ihr schon verraten. Schreibt auch ein paar eigene Songs. Also es gibt ja diesen Rhein-Mosel-Delta-Blues. Ja. Das ist ja der einzigste erstmal, aber wir sind da offen. Mhm. Also ich denke, da könnten noch einige kommen. Aber wir lassen uns da ein bisschen treiben. Was wir noch machen, was vielleicht ganz interessant ist, wir machen eigentlich jedes Jahr mit Young Generation Blues, dass wir junge Leute dazu holen, die singen. Da üben wir einige Stücke ein, die begeistern wir auch für Blues und die bringen auch einige Stücke manchmal mit und dann spielen wir eigentlich immer ja, so ein Gig oder zwei, je nachdem, im Jahr, wo wir die wirklich nach vorne bringen. Das macht riesen Spaß. Ja, das habt ihr auch mal in Neuwied bei diesen Blues in den Höfen gemacht. Ne? Genau. Kann ich mich erinnern, da kamen genau. Ein, zwei junge Leute auf die Bühne. So, ne? Genau, machen wir es öfter. Wir haben dieses Jahr wieder in der Kufa auch. Also das ist eine tolle Idee. Ja. Wird auch gut angenommen. Ja, ne? Super. Gibt es viele junge Leute, die eigentlich dann letztendlich da einen Dreh zum Blues kriegen, weil das in letzter Zeit hat Blues ja auch so ein bisschen wieder an Stellenwert gewonnen. Ne? Ich denke, es war mal eine Zeit lang, war es wirklich ziemlich out und im Augenblick gibt es mehrere Konzerte überall. Und ich glaube, was halt beim Blues an sich noch schön ist, da gibt es halt fast keinen, der da irgendwelche Ressentiments gegen hat. Also es findet eigentlich keiner scheiße. Auch wenn man irgendwo spielt, geht von, sag ich mal, vom Punker, vom Rocker, von der Oma am Rollator, die finden es alle irgendwie nett und es ist keiner dabei, der sagt, Blues, das ist eigentlich das Schöne. Ja. Das merken wir auch live, also ich sag mal so, da funzelt richtig. Also da haben wir richtig ordentliche Stimmung und das. Wenn wir jetzt auch einen guten Frontmann hätten. Ja. Wie viele Konzerte gibt es so im Jahr? Acht bis zehn. Wir hatten ja mal eine Zeit lang hatten wir zu viel irgendwie, weil wir mussten alle den ganzen Sackflöhe auf die Reihe bringen. Ja. Wir sind halt Amateurband und ja, wie sagen wir immer, wir sind Semi-Amateur. Semi-Amateur. Aber macht den Mut für Spaß, da ist auch nicht hinter. Wir wollen mal irgendwie häufiger auftreten oder wir wollen. Ja, es ist schön. Wir haben gute Gigs schon gehabt. Wir haben Itchein am Jazz Festival schon zweimal gespielt. Das waren schon richtig Highlights. Wir haben schon richtig, also auch richtig fette Gigs gehabt. Auch schon. Das war den letzten Gig wollen wir nicht. Okay. Rausschneiden. Ja, aber ab nächstes Jahr werden wir alle dann Vollprofis. Ja. Ich glaube aber so, uns steht schon tatsächlich der Spaß an der Sache im Vordergrund und wir kommen ganz klar miteinander und dann mal eine Probe, ein Bierchen trinken und ein paar Lieder spielen. Ja. Und so, das trägt das Ganze. Weihnachtsessen essen zusammen. Ja, genau. Ja. Wobei ich gerne berühmt wäre, aus einem einzigen Grund, weil das ist immer scheiße mit der Auf- und Abbauerei. Und dann könnte ich mir endlich mal Raudis leisten. Die alle trinken dann ihr Bier und wir schleppen dann hier den ganzen Mist drauf. Das wäre der einzige Grund, warum ich berühmt werden würde. Du hättest immer von, du hast doch sonst immer von Groupies gesprochen, die du gerne hättest. Schneiden. Wo wir bei der Couch sind. Okay. Ihr habt ja auch schon hier eine ganze Menge Equipment rumstehen. Wie viel habt ihr da so rein investiert? Kann man das irgendwie benennen? Oder kommt das so peu à peu, der eine hat wieder was Neues? Oder? Der Alex kommt jede Woche. Alex. Du hast keine Spaß, von was ich reden kann. Kommt immer mit einem neuen, Sache. Also wenn nicht, dann ist irgendwas faul. Dann hat er nicht den Blues. Ja, aber so mit der Zeit immer mehr dazu. Ja. Denkt ihr, seid jetzt gut ausgestattet oder gibt's, ist halt nach oben offen? Man nach oben immer, ist offen. Man kann immer. Ja, das muss man immer mit den Frauen ein bisschen pfuschen. Der eine hat so ein eigenes Konto und die andere eben nicht. Und dann wird dann versucht über Thomann, Schleichwerbung, Thomann, irgendwie oder sowas dann so. Wie schwarz ist sozusagen. Euer nächster Gig, der ist wo? Ist der Bernie's Blues Bar am 28. Richtig, 28.3. März. Ja. Genau. Da spielen wir dann Bernie's Blues Bar, ist bekannt. Lahnstein. Ne? Genau. Sankoshaus. Ja, Sankoshaus. Achso, es gab doch nicht mal Lahnstein. Nicht Lahnstein. Genau. Bernie hat ja so eine Blues-Kneipe und so. Okay. Ja, das war die Steve Taylor Blues Band.
auf der Besetzungscouch. Und jetzt wollen wir die Leute nicht weiter aufhalten, denn die wollen noch ein bisschen proben. Yeah. Yeah. The Blues. Piano, Piano, sondern leise. Und das war jetzt dieser eine Übergang. Nach das war jetzt der erste Übergang. Ja, dann mach doch mal später mal den zweiten. Sollen wir den zweiten mal machen? Ab dem Ende von dem Solo machen wir mal den zweiten dann. Das ist der mit dem B. Dann müsstest du nochmal am Schluss vom Solo machen. Schau nur ein bisschen Solo, gib nochmal Zeichen und dann gehen wir in die Ja, anderen. Dann gibt es Zeichen und dann gehen wir in das B. Also direkt ab dem Übergang. Ja, du machst noch den Solo. Du, bist noch, du machst noch den Rest vom Solo. Ja. Das war jetzt der B-Übergang. Ich will jetzt sagen, wir machen, aber der andere, Nein, der andere war schmackiger. Du kannst doch den nehmen, aber da kommst du nicht rüber. Wichtig ist, dass am Schluss das E da steht. Das ja, gut. Das ist die. Genau. Dann lass uns den anderen Übergang machen. Ja, das ist besser. Oder? Ja. Ja. Dann spiel ihn nochmal an und lass uns nochmal das letzte Ding, dann können wir den Schluss nämlich noch mitnehmen. Und könnten wir vielleicht noch, wenn wir den Übergang gemacht haben, eine kleine Zäsur machen, wo du was reinspielst, wenn wir mit dem Miss You wieder anfangen, ja, weil das ein ganz anderer Takt ist, weißt du? Genau. So, ja. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht so ein und dann fangen wir wieder auf die 1 oder so Steve, an. Steve, du hast auch in den Solo-Teil in den Takt gewechselt. Irgendwie war ich hatte. Das war gut. Ja. Da würde ich vorstellen. Genau, dann hast du dann machen wir jetzt erstmal den Übergang. Du machst wieder das Solo. Und dann gehen wir in den D-Moll-Übergang. Aber dann lass uns direkt die letzte Strophe mitnehmen, dann machen wir den Schluss dann noch. Ja. Come on, come on! Ja, ist klar. Okay. Machen wir erstmal den Solo-Übergang, ne? Ja. Also er macht das Solo und den Rest vom Solo und dann gehen wir den Übergang nochmal in die Strophe und dann in den Schluss. Weil der Schluss ist dann... Nochmal.
wenn du, pass auf, in das D-Moll wollten wir ja. Genau. Wenn du den da Zeichen gibst, dann kommen die mit dem D-Moll. Ja, ja, okay. Und wann soll ich am Break spielen? Wenn wir mit dem Übergang fertig sind, dass wir spielen vier Takte, ja, und dann kommen wir auf ein E raus. Dann machen wir kurz nochmal bam, bam, bam und dann fängt es wieder mit dem Miss You an, weißt du, dass es nicht so durchläuft. Ja. Ich finde auch so, da finde ich auch besser einen Einsatz, weil das ist direkt. Okay. Okay. One, two, three. Du lässt das Laub ein bisschen, den letzten Ton ein bisschen stehen, gibst dann ein Zeichen und dann hauen wir rein. Ja, lass das noch ein bisschen akzentuieren. Ja, okay. Statt den letzten D-Moll machen wir dann E. Ja, ganz genau. Ja. Da müssen wir es aber jetzt erstmal mal gerade durchgehen. Also dann fangen wir jetzt mit dem B. B, G, D, E. B, G, Moll. Ja. Okay, haben wir die gleiche Stelle? Oder? Ja. Gut, müssen wir einfach nochmal machen. From the top, mal anfangen? Sollen wir direkt von Anfang an machen, oder? Ja. Ja. Könnt ihr bei diesem Ja. Warte mal, geh mal, hast du was drauf? Sag mal, Alex, bist du auf der 2 oder? Ja. Nimmst du die oder die 6? Okay. Moment. Ja, das E-Moll musst du noch haben. Wenn du das verkackst.
Wollen wir einen neuen Bassisten haben? Da müssen wir sowieso mal drüber reden. Ja. Okay, Alex und ich, wir fangen. Ja, wir fangen an. The thrill.
Oh, I can do this with you. Thank you.
tell her that I love her. So. Vielen Dank. Es war ein sehr schöner Abend mit euch. Yeah. Wir kassieren trotzdem den Eintritt. Nee, Quatsch, was für das? Ja, liebe Beatbeats-Freunde, das war eine weitere Premiere für uns. Zum ersten Mal hat eine Band in unserem Beatbeats-Studio einen Live-Auftritt hingelegt. Wir danken daher der Steve Taylor Blues Band ganz besonders, unsere Helden vom Rhein-Mosel-Delta. Vielen Dank nochmal und bis zur nächsten Sendung, die seht ihr dann am 16. Juni. Bis dahin. War das nicht der 19.? Ja, der 19. war es. Also nochmal direkt loslegen. Hinstellen wieder an die gleiche Stelle.